Herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Heute wollte ich euch mal das Programm Octoprint vorstellen. Für die, die jetzt noch nicht wissen, was das ist, erkläre ich das mal ganz kurz. Im Prinzip ist das eine Web-Oberfläche, mit der ich aus jeglichem Internetbrowser her meinen Drucker ansteuern kann. Das kann ein Smartphone sein, PC sein oder ein Tablet sein. Normalerweise jetzt hier Windows oder Mac ist vollkommen egal. Mehr Informationen dazu gibt es jetzt direkt auf der Homepage, wo ich dieses Octoprint auch runterladen kann. Da gibt es verschiedenste Informationen, Möglichkeiten und so weiter. Allerdings leider nur in Englisch. Ich werde euch in diesem Video das Ganze versuchen, jetzt mal ein bisschen näher zu bringen. Ich zeige euch ganz einfach mal, wie ich das bei mir jetzt installiert habe, wie ich es angebracht habe, wie ich das konfiguriert habe. Ich habe mir jetzt lange überlegt, wie ich das Ganze rüberbringen kann. Es gibt ja zig verschiedene Tutorials schon darüber, wie ich das installiere. Mit irgendwelchen Linux-Befehlen, sudo apt-get, das installieren, das neu zu machen, wie ich Plugins installiere und konfiguriere. Und Leute, glaubt mir, das kann die Hölle sein. Und das möchte ich euch einfach ersparen. Denn das ist einfach nur, kann wirklich frustrierend sein. Das heißt, dann seht ihr jetzt die gesamte Oberfläche und denkt euch, oh, klasse, super, das möchte ich auch haben. Versucht das Ganze zu installieren und scheitert dann an zig Befehlen. Und dann schmeißt das Zeug irgendwann in die Ecke und habt keine Lust mehr. Ich bin selber jetzt wirklich schon mehrere Wochen hier zugange mit diesem Octoprint und es hat auch teilweise wirklich Tage gebraucht, um verschiedenste Funktionen zu aktivieren. Und wie gesagt, das möchte ich euch einfach ersparen. Und deswegen habe ich mir jetzt Folgendes überlegt. Ich werde meine Konfiguration, so wie ich sie habe, hier auf diesem Kanal vorstellen. Und diese Konfiguration werde ich als Image-Datei euch bereitstellen. Das heißt, ihr müsst da nichts anderes als diese Image-Datei auf eine SD-Karte flashen, steckt das in euren Pi rein und es ist alles so wie bei mir. Ich werde wieder Sprungmarken unter dieses Video setzen, weil es wahrscheinlich wieder etwas länger werden wird. Sollten trotzdem noch Fragen zu irgendwelchen Plugins aufkommen, die ich jetzt nicht so ausführlich behandelt habe, dann schreibt es einfach mal mir in die Kommentare, dann mache ich wahrscheinlich dann nochmal ein getrenntes Video darüber. Denn ich will jetzt auch nicht zu viel erklären, weil sonst würde das jetzt den Rahmen dieses Videos sprengen. Ich würde sagen, gucken wir uns das einfach mal an, ihr probiert das einfach mal aus und gebt mir euer Feedback. Also erstmal genug gelabert, legen wir los. Fangen wir also erstmal mit der Hardware an, die ich hier verwende. Ich benutze hier den Raspberry Pi 3 Modell B, Version 1.2, wie ihr hier auf dem Bild sehen könnt, und habe von Kingston eine 16 GB MicroSD-Karte. Weil die ist relativ günstig bei Amazon zu bekommen. Davon habe ich mir gleich 2-3 Stück geholt, um damit rumzuexperimentieren. Weil das ist ja der Vorteil. Ihr könnt euch eine Konfiguration fertig machen, die benutzen und wenn ihr was mal ausprobieren wollt und ihr habt Angst, euer System zu zerschießen, nehmt einfach eine zweite SD-Karte, mit der ihr dann rumexperimentieren könnt. Wenn ihr die irgendwie vergeigt, packt ihr die andere wieder rein. Als erstes habe ich hier ein sogenanntes Step-Down-Modul installiert für USB. Das habe ich hier bei eBay gekauft, ist auch gar nicht mal so teuer. Damit habe ich im Prinzip jetzt mein Raspberry Pi mit Strom versorgt, damit ich nicht also extra nochmal ein Kabel bis zur Steckdose ziehen musste. Angeschlossen habe ich das Ganze an dem Netzteil von meinem Anycubic i3 Mega, da waren nämlich noch zwei Anschlüsse frei. So sah das Ganze vorher aus, wir sehen noch zwei Anschlüsse frei, passt wunderbar. Also ein Kabel angeschlossen für mein USB-Step-Down-Modul. Herausgeführt habe ich das Kabel dann durch das Gehäuse und zwar an diesem Anschluss, wo auch das Heizkabel für das Druckbett ist. Und dann konnte ich das direkt an meinem Step-Down-Modul anschließen. Und dann gehen wir jetzt mal weiter. Und hier ist das Raspberry Pi-Gehäuse, was ich mir gedruckt habe für meinen Anycubic i3 Mega. Den Link, wie gesagt, die ganzen Links sind wieder unter diesem Video. Das habe ich mir also ausgedruckt und angebracht. Allerdings das Einzige, was ich jetzt geändert habe, ist, ich habe nicht die Kamerahaltung genommen, die jetzt bei diesem Gehäuse dabei war, sondern ein anderes. Und zwar habe ich dieses Gehäuse hier genommen, weil man das relativ flexibel aufbauen kann. Ich habe also verschiedene Module gedruckt, die man dafür braucht und dann auch ein Gehäuse für meine Kamera. Wer lediglich nur seinen Druck beobachten möchte durch die Kamera, dem reicht auch so ein ganz einfaches Modell, wie hier zum Beispiel für 8 Euro. Der einzige Nachteil bei dieser Kamera ist der Fokus. Der ist ziemlich weit weg. Das heißt, ich muss die Kamera so sehr weit von meinem Druckbett entfernen, um ein scharfes Bild zu bekommen. Die Linse ist auch verklebt. Man kann sich also sehr schlecht einstellen.
Wesentlich besser ist dann dieses Großmodell hier, welches ich mir dann auch geholt habe. Der Vorteil ist, ich kann den Fokus einstellen, weil ich vorne so einen Drehring habe, um meine Linse im Prinzip vor- und zurückzudrehen. Und auch die Bildqualität ist wesentlich besser, im Gegensatz zu dem kleineren Modell. Und aus diesem Grund habe ich mir jetzt auch die größere Kamera geholt, weil ich wollte damit ja diese Timelapse-Aufnahmen machen. Da brauchte ich jetzt halt die etwas bessere Bildqualität. Aber gehen wir jetzt mal weiter. Als nächstes habe ich mir jetzt noch so einen Winkeladapter hier geholt, um meinen Raspberry Pi besser an den Strom anschließen zu können. Weil das normale Kabel steht ja dann doch ziemlich ungünstig weg. Und mit diesem Winkeladapter kann ich das Kabel halt schön nach unten hinweg führen. Und dann gehen wir jetzt mal zu dem USB-Anschluss von dem Anycubic i3 Mega. Da habe ich mir hier dieses spezielle abgewinkelte 90 Grad USB-Kabel geholt. Was wirklich auch extrem wichtig ist, die abgeflachte Seite muss ja oben sein. Also diese Kabel sind doch sehr schwer zu bekommen. Aber ich habe da doch eins gefunden. Und von diesem USB-Anschluss gehen wir natürlich dann in unseren Raspberry Pi rein, um halt unseren i3 Mega damit steuern zu können. So habe ich das Ganze jetzt angeschlossen an meinem Anycubic i3 Mega. Und es funktioniert wirklich einwandfrei, ohne irgendwelche Probleme. Schauen wir uns jetzt einfach mal die Oberfläche von Octoprint an. Also das ist jetzt erstmal sozusagen jetzt die erste Seite, mit der ich mich hier mit meinem Drucker normalerweise verbinden muss. Hier in meinem Fall ist das schon geschehen. Dann habe ich mir halt jetzt über diesen USB-Port Bordrate und Drucker eingestellt. Dann ist die Verbindung auch jedes Mal wieder da. Wir haben jetzt hier angehakt, automatisch bei Server Start verbinden. Das heißt also, wenn ich Octoprint starte, soll er sich automatisch mal mit meinem Anycubic verbinden. Das ist jetzt so konfiguriert. Wie gesagt, ihr bekommt ja die fertige Image-Datei. Dann zur Erklärung habe ich jetzt verschiedene Tools schon installiert, verschiedene Plugins, die meiner Meinung nach eigentlich relativ hilfreich sind. Als erstes mal gucken wir uns das hier an. Und zwar ist das hier die Auflistung von meinen Dateien. Und das kann ich hier oben an diesem kleinen Schraubenschlüssel konfigurieren. Jetzt zeigt er mir, kann ich mir gucken, nach welcher, wie er sortieren soll, jetzt nach Namen, nach Upload-Datum oder wie auch immer. Ich mache es ganz gerne mal nach Upload-Datum, damit das Neueste halt immer ganz oben steht, damit ich nicht lange suchen muss. Und dann gibt es noch hier die Möglichkeit, nur lokale Dateien oder nur auf der SD-Karte abgelegte Dateien anzeigen. Ich zeige mal kurz den Unterschied. Ich gucke jetzt nur das, was auf der SD-Karte ist. Und hier sehen wir das schon, er hat Probleme mit den Bezeichnungen, das heißt mit der Länge des Bauteilnamens. Er kürzt das also ab. Das ist natürlich jetzt ein bisschen ungünstig, wenn ich nämlich jetzt die Teile angucke, die ich direkt nur lokal abgespeichert habe, da nimmt er wirklich auch hier den kompletten Dateinamen wirklich in voller Länge. Ist natürlich wesentlich übersichtlicher. Ich lasse mir also gerne nur diese Dateien anzeigen, die jetzt wirklich auf meinem Pi liegen und nicht die von der SD-Karte. Aber das ist nur so zur Information. Wenn ich eine Datei hochladen möchte, brauche ich im Prinzip nur hier diesen Upload-Button drücken und schon wird die Datei hochgeladen auf meinem Raspberry Pi, also in Octoprint rein. Hier in dem ersten Fenster Temperatur haben wir hier so eine Übersicht über unsere Temperaturkurven. Hier ist die Ist-Temperatur und die Soll-Temperatur kann ich mir im Prinzip hier eine vordefinierte auswählen, um gegebenenfalls jetzt halt mein Heizbett oder meine Nozzle aufzuheizen. Als nächstes habe ich hier den Steuerungsbutton. Hierüber kann ich jetzt im Prinzip so ein bisschen meinen Drucker steuern. Hier sieht man es ja, X, Y, Z-Achse, ein bisschen Material extruieren und naja, auch jetzt mein Bild sehen von meiner Raspberry Pi Kamera, sobald ich halt eine angeschlossen habe. Als nächstes gibt es hier diesen G-Code-Viewer. Hier wird dann halt Schicht für Schicht angezeigt, sozusagen jetzt in einem Querschnitt, was ich gerade drucke. Das ist also eine ganz grobe Übersicht mit verschiedensten Informationen und Einstellungsmöglichkeiten, kann ich hier sehen, wo ich gerade bin im Druck. Mit dem Reiter Terminal kann ich halt direkt meine G-Code-Befehle zu dem Drucker senden, die ich dann halt hier in der Zeile eintrage und dann zu meinem Drucker schicke. Hier ist die Standard-Zeitraffer-Funktion jetzt hier unter Octoprint, mit der man auch schon ganz global Zeitrafferaufnahmen machen kann. Allerdings ist das jetzt nicht so dolle, aber da kommen wir später noch drauf zurück. Also das ist jetzt erstmal die ganz grobe Übersicht über Octoprint.
Und das, was mich natürlich jetzt am meisten gestört hat bei dieser ganzen Geschichte, ist, was ist das jetzt alles? Wenn ich mir zum Beispiel dieses Teil hier angucke, ja gut, der Name ist jetzt noch ein bisschen ausschlaggebend, kann man sich noch was darunter vorstellen, aber wie sieht das Teil jetzt aus? Nach einem halben Jahr oder nach einem Jahr weiß ich das nicht mehr. Wenn ich das jetzt anklicke, dann wird das hier reingeladen. Ja gut, und dann denke ich mir dann her, was ist das jetzt? Und dann kommt mein erstes Tool hier zum Einsatz, besser gesagt das erste, welches ich installiert habe. Das nennt sich Pretty G-Code. Wenn ich das anklicke, wird der G-Code analysiert und direkt reingeladen. Und wie wir sehen, kann ich mir den jetzt schon direkt angucken. Ich kann mit der rechten Maustaste das Ganze drehen, mit dem Mausrad rein und rauszoomen und mit der linken Maustaste hin und her bewegen. Und hier gibt es verschiedene Möglichkeiten, das Ganze anzeigen zu lassen. Das heißt, ich habe jetzt hier dicke Linien schon angekreuzt, Anti-Aliasing habe ich schon angekreuzt, er soll dir meine Nozzle anzeigen und ich habe gesagt Sync to Progress. Das bedeutet, ich kann mir das auch während des Druckens anzeigen lassen, dann zeigt er mir mit der Nozzle momentan, wo er herfährt, wo er ist. Und das Ganze kann ich mir jetzt auch noch auf dem ganzen Bildschirm anzeigen lassen und dann sehe ich wirklich hier komplett mein Bauteil und wie gesagt auch hier, wenn ich das hier angehakt habe, den Status, wo er gerade ist, beim Drucken. Hier rechts unten kann ich mir nochmal anzeigen, meine Webcam. So, nun mal ein kleiner Schnitt. Also wie gesagt, es ist mir gerade abgestürzt hier in dem Browser. Also hat sich wieder irgendwie verschluckt. Das kann natürlich auch öfters mal vorkommen. Das ist nämlich auch jetzt so die Problematik ein bisschen bei Octoprint. Es gibt sehr viele Plugins. Und manche funktionieren zwar gut und manche halt nicht so gut. Und vor allem, es können auch verschiedene Plugins untereinander sich beeinflussen. Das werde ich gleich auch nochmal kurz erklären, aber bleiben wir jetzt momentan erstmal bei diesem hier. Also wie gesagt, hier kann ich mir das Ganze jetzt anschauen und wenn ich hier draufklicke, zeigt er mir ein Bild von meiner Webcam an, die ich jetzt installiert habe. Allerdings ist nach dem letzten Update auch hier jetzt ein kleiner Error, wie man jetzt sehen kann, das Webcam-Bild ist einfach zu groß. Es überlagert jetzt alles und ich kann eigentlich nicht mehr sehen, was dahinter los ist. Früher hatte ich hier so einen kleinen Bildschirmausschnitt, wo ich das jetzt noch beobachten konnte. Na gut, hoffen wir, dass es irgendwann mal wieder gefixt wird. Aber jetzt momentan geht es leider nicht. Ist also nicht so interessant, diese Funktion zu nutzen. Dann schauen wir uns jetzt nochmal hier diese anderen Sachen an. Ich habe hier einmal ein Informationsfenster über das Bauteil, welches ich jetzt gerade geladen habe. Und das kann ich auch hier ein- oder ausblenden, je nachdem, wie ich hier alles sehen möchte. Ich kann allerdings auch jetzt hier noch meinen Datei- oder File-Explorer aufrufen und kann dann im Prinzip auch nochmal hier meine Sachen einzeln reinladen. Gehen wir mal hier drauf. Und ich jetzt zum Beispiel das jetzt mal anklicke, dann wird das jetzt hier reingeladen und ich kann mir hier dieses Bauteil jetzt anschauen, bevor ich es drucke. So kann ich jetzt also sehr komfortabel ein Bauteil suchen, wenn ich jetzt hier mit der Dateibezeichnung nicht so viel anfangen kann. Gehen wir mal wieder zurück, mache ich das wieder kleiner und mit diesem Knopf hier kehre ich wieder zurück zu meinem gesamten Bildschirm. Gehen wir jetzt mal wieder unserer Standardansicht. Also wie gesagt, das war jetzt erstmal das Plugin Pretty G-Code, welches ich wirklich sehr hilfreich finde, wenn man mit der Dateibezeichnung jetzt nicht mehr so viel anfangen kann und sich das Bauteil einfach mal optisch nochmal anschauen möchte. Vorteil ist, er holt sich die Bilddateien aus dem G-Code. Ich kann es also mit jeder G-Code-Datei machen. Als nächstes schauen wir uns Plugins an für unseren Datei-Explorer hier. Denn es wäre doch schön, wenn wir jetzt direkt hier schon unsere Vorschaubilder hätten. Wenn wir also wirklich jetzt nicht erstmal unsere Datei mit diesem Pretty G-Code anschauen müssten. Und zwar gibt es da zwei schöne Plugins. Laden wir das mal hier auf und dann gucken wir mal. Es gibt einmal Prusa Slicer Thumbnails und einmal Ultimaker Format Package. Die Unterschiede schauen wir uns jetzt mal an. Diese beiden Dateien, wie das funktioniert. Schließen wir das mal wieder. Und wie das jetzt hier sehen, scrolle ich mal hier runter und wenn wir darauf achten, manche haben jetzt hier so ein kleines Icon, also so ein Halt, dass es sich hier um ein Bild handelt. Wenn ich da jetzt draufklicke, siehe da, dann habe ich hier mein Bild.
Jetzt kann ich das wieder schließen. Wie wir sehen, das ist eine Datei, bei der das jetzt das Plugin noch nicht angewendet worden ist. Und so kann ich mir dann halt die Dateien alle angucken. Schauen wir uns das mal hier an. Ja, hier habe ich jetzt schon wieder ein Bild damals gemacht. Gucken wir uns das mal an. Und siehe da, hier habe ich ein Bild. Jetzt sagen viele natürlich, es wäre doch noch schöner, wenn das direkt hier anzeigen würde. Nicht, dass ich erst immer hier überall draufklicken muss. Ja, das können wir auch machen. Gehen wir hier wieder rein in unser Plugin. Schauen wir uns das jetzt mal an. Gehen wir mal in dieses Ultimaker Format Package und sagen jetzt, er soll das jetzt auch hier inline direkt anzeigen. Klicken wir da drauf, sagen Speichern. Und siehe da, jetzt zeigt er das auch schon direkt hier an. Wenn wir jetzt wieder zurückgehen, jetzt gehe ich wieder hier rein und er zeigt mir die Bilder direkt an. Das ist also noch wesentlich übersichtlicher. Das Ganze funktioniert folgendermaßen. Ich muss also diese Dateien, damit die hier diese Bildinformation haben, in einem bestimmten Format abspeichern. Und das gucken wir uns jetzt einfach mal kurz an. In Cura ist das eigentlich relativ einfach. Gucken wir einfach mal. Ich habe jetzt einfach mal ein Objekt hier reingeladen. Ich sage Slice. Gucken wir das einfach mal an in meiner Vorschau. Ja, ist alles in Ordnung. So können wir das lassen. Jetzt sage ich Speichern in Datei und wähle jetzt allerdings aus, ich möchte das in dem Ultimaker Format Package Format UFP abspeichern. Das klicke ich dann an und sage dann Speichern. Jetzt ist das dieses Format, welches Octoprint auch jetzt mit diesem Plugin als Bilddatei anzeigen kann. Gehen wir mal wieder zurück nach Octoprint. Hier sind wir jetzt wieder in Octoprint. Ich gehe jetzt einfach mal zurück und lade das. Das finde ich auch manchmal ein bisschen nervig hier. Wenn ich in diesem Fenster bin und scrolle, dann scrolle ich gleichzeitig auch dieses Fenster hier hin und her. Das ist manchmal ein bisschen nervig. Aber nun gut, gehen wir mal hier rein. Ich sage jetzt einfach Upload. Hole mir jetzt meine Datei, die ich gerade gesliced habe. Schauen wir mal. Und siehe da, hier habe ich die kleine Vorschaudatei schon direkt. Und selbst wenn ich die jetzt hier reinlade, ich lade sie jetzt mal hier oben rein, habe ich hier oben auch wieder dieses kleine Vorschaubild. Also das ist auch schon mal wirklich sehr hilfreich, denn wenn ich mir dann angewöhne, meine ganzen Dateien in diesem Format zu speichern, ist das irgendwann hier wirklich sehr übersichtlich und ich brauche nicht immer lange suchen, was es ist. Also wie gesagt, mit Cura ganz einfach. Ich muss das einfach in diesem Cura-speziellen Format abspeichern. Dann habe ich automatisch die Bilddatei, die ich mir unter Octoprint mit diesem Plugin anzeigen lassen kann. Gehen wir jetzt mal weiter zum Prusa-Slicer. Ich zeige euch jetzt erstmal in ganz kurzen Schritten, was ihr machen müsst, damit das auch bei dem Prusa-Slicer funktioniert. Wir müssen nämlich sozusagen die Bildinformation einschalten und auch die Größe, in der wir das jetzt halt ausgeben wollen. Gehe auf Hilfe und sage, zeige Konfigurationsordner. Jetzt geht er offen und jetzt sehe ich hier meine ganzen Konfigurationsdateien vom Prusa-Slicer. Jetzt soll ich die Drucker-Konfigurationsdatei aufmachen und nach diesem Wort hier suchen und dann im Prinzip jetzt mal hier, machen wir das mal hier, kopieren, dann nach diesem Eintrag einfügen. Das machen wir jetzt mal. Ich gehe hier rein in den Printer, mache hier einen Rechtsklick drauf und sage Öffnen mit. Ich mache es ganz einfach mal Editor. Jetzt scrolle ich ganz nach unten, da steht ziemlich weit unten. Und hier haben wir das schon. Das klicke ich jetzt an und sage STRGV. Dann machen wir ein Leerzeichen weg. Jetzt habe ich das einmal die kleine Vorschaudatei, einmal die große Vorschaudatei und speichere das jetzt einfach mal. Ja, Änderung speichern. Und jetzt werde ich einfach mal Prusa Slicer neu starten, damit das auch aktiv wird. So, jetzt lade ich auch hier einfach mal eine Datei rein. Gucken wir mal, 3D-Objekte, nehme ich wieder hier meine Low-Poly-Katze. Sage jetzt einfach mal jetzt Slicen. Speichere den G-Code jetzt auch einfach mal hier aufs Desktop. Okay, habe ich noch nicht, mache ich mal Speichern. Und nun gehen wir mal zu Octoprint. Jetzt bin ich hier wieder in Octoprint und ich werde jetzt einfach mal die
neue Datei laden, und zwar jetzt in dieses Verzeichnis, damit wir auch wissen, dass es jetzt die richtige ist. Gehe ich wieder auf Upload, klicke ich, und wie wir sehen, haben wir jetzt hier auch eine kleine Vorschaudatei von unserem G-Code. Sieht jetzt nicht ganz so toll aus, finde ich. Ich finde die jetzt hier von dem Cura besser. Allerdings, ich habe zumindest eine Vorschaudatei und kann mir das also jetzt vor dem Druck jedes Mal schön anschauen. Also das ist jetzt die Möglichkeit für den Prusa Slicer. Auf jeden Fall sind das zwei sehr schöne Plugins, um sich diese Dateien wirklich mit den schönen Vorschaubildchen anzuschauen. Wenn ich mir jetzt angewöhne, das in diesem bestimmten Format, jetzt gerade bei Cura, abzuspeichern, habe ich irgendwann eine sehr schöne Bibliothek und habe sehr schöne Vorschaudateien und habe es dann halt sehr übersichtlich gestaltet und finde meine Sachen halt wesentlich schneller. Kommen wir nun zu unserem nächsten Plugin. Und zwar hat Octoprint einen gravierenden Nachteil. Es unterstützt kein M600-Befehl, also kein Filament-Change. Das bedeutet Folgendes, schauen wir uns das mal an. Ich habe in Cura jetzt mal hier einen kleinen Würfel reingeladen mit 10 mm Kantenlänge. Und ich möchte jetzt mal in die Nachbearbeitung gehen, meinen G-Code ändern, ein Skript hinzufügen und ich möchte einen Filamentwechsel haben. Und zwar sage ich jetzt ganz einfach mal bei Layer Nummer 20, also nach 2 mm, da ich mit 0,2 mm drucke. Diese Werte können wir jetzt erstmal vernachlässigen, aber wir stellen sie trotzdem sicherheitshalber mal auf 0, weil das Plugin manchmal nicht so toll funktioniert. Okay, sagen wir jetzt mal schließen. Nun kann ich das Ganze slicen. Und ich speichere das nun mal wieder ab und lade das jetzt in Octoprint rein. Ich habe hier mein Objekt reingeladen. Das heißt zwar 20 mm Box, ist aber eine 10 mm Box. Habe ich vergessen umzubenennen. Ich kann das Teil jetzt einfach reinladen und kann dann den Druck starten. Ich werde jetzt einfach mal den Druck starten, um euch zu zeigen, was passiert, wenn er an diesen Befehl zum Filamentwechsel ankommt. Und wie wir sehen können, wenn er die Marke erreicht hat, wo der Filamentwechsel kommen soll, fährt der Druckkopf in Warteposition und wartet auf seinen Filamentwechsel. Das heißt, er fördert sogar das alte Material raus aus dem PTFE-Schlauch und wartet dann im Prinzip darauf, das neue Filament einzuführen und den Druck weiterzuführen. Aber das klappt nicht. Wie wir hier sehen, steht der einfach und es gibt keine Möglichkeit, jetzt irgendwo drauf zu drücken, um meinen Druck fortzusetzen. Das heißt, er steht jetzt da, wartet und wartet und wartet. Im Prinzip wartet er auf einen Eingabeknopf, wie man das halt von diesen alten Matrix-Displays her kennt, aber mein Anycubic hat ja keinen Knopf, wo ich drauf drücken kann. Ich habe schon mal darüber Videos gemacht bei dem Filamentwechsel und dasselbe Problem haben wir jetzt hier bei Octoprint auch. Es gibt keine Möglichkeit, diesen Druck jetzt so fortzusetzen. Das heißt, der Drucker bleibt jetzt stehen und es passiert nichts mehr. Ich kann jetzt nichts machen, außer mal den Druck abzubrechen. Um dieses Problem zu beheben, habe ich jetzt hier zwei Plugins installiert. Schauen wir uns das mal an. Dazu gehen wir hier oben in die Einstellungen. Ich gehe hier auf den Plugin Manager, auf den Reiter Third Party und dann sehen wir jetzt hier diese beiden Plugins, die ich dafür installiert habe. Warum zwei, das erkläre ich gleich nochmal. Und im Prinzip könnt ihr, wenn ihr möchtet, die jeweils immer hier deaktivieren, um zu gucken, funktioniert das bei euch besser mit diesem oder lasst ihr auch wie ich momentan beide aktiv. Ich würde sagen, fangen wir jetzt mal mit diesem an, Filament Change M600, und gucken uns den mal genauer an. Gehen wir dazu hier in die Steuerung. Und dann sehe ich hier auch schon ein paar Knöpfe und ein paar Warnmeldungen. Was ich hier mit diesem Plugin machen kann, als erstes, wenn ich jetzt einen Drucker habe mit einem Display, welches einen Knopf hat, mein Anycubic hat es leider nicht, deswegen funktioniert das hier nicht hundertprozentig mit meinem Anycubic, aber wenn ihr zum Beispiel jetzt einen Drucker habt mit so einem Matrix-Display, wo so ein Knopf an der Seite ist, dann könnt ihr hiermit arbeiten.
Das heißt, wenn ihr einfach zwischendurch mal von Hand einen Filamentwechsel machen wollt, drückt ihr einfach diesen Befehl hier, dann fährt er in Warteposition und ihr könnt das Filament dann mit diesem Button hier entladen und hier mit diesem Button dann auch wieder laden. Fangen wir jetzt einfach mal an mit dem Befehl hier, um das Material zu entladen. Ganz wichtig natürlich, ihr müsst die Nozzle vorher auf Temperatur bringen, damit sich das Material lösen lässt. Dann klicke ich auf Unload und dann schauen wir uns das mal an. Und wie wir jetzt sehen können, sobald ich auf den Knopf Unload drücke, fängt er an, das Filament in einer bestimmten Länge zu entladen. Das bedeutet, ich kann diese Funktion eigentlich jederzeit benutzen. Das hat jetzt erstmal nichts mit diesem Befehl zu tun vom Filamentwechsel. Das heißt, wenn meine Nozzle warm ist, kann ich damit schön komfortabel mein Material laden und entladen, wenn ich zwischendurch mal mein Filament wechseln möchte. Filament laden funktioniert genauso einfach. Einfach reinstecken, bis man es oben in den PTFE-Schlauch sehen kann, das Material. Dann gehe ich auf diesen Load-Button, klicke den einmal und dann fängt er auch schon an, wie wir sehen können, das Material zu fördern. Und zwar, bis er dann vorne an der Nozzle ankommt. Auf jeden Fall wesentlich einfacher, als es jedes Mal von Hand durchzuschieben. Also wie schon erwähnt, diese beiden Funktionen könnt ihr jederzeit benutzen, um euer Filament zu laden bzw. zum Entladen benutzen. Diese Funktion könnt ihr vernachlässigen. Wenn ich die benutze jetzt, fährt er in eine Parkposition, fährt sofort wieder zurück und druckt weiter. Also sehe ich keinen Sinn drin, ob das jetzt nur an meinem Drucker liegt oder ob das Plugin einfach nur fehlerhaft ist. Diesen M600-Befehl kann ich mit meinem Anycubic leider nicht benutzen. Falls ihr allerdings jetzt irgendwie einen Drucker habt, der einen Knopf hat, um den Druck vorzuführen, könnt ihr hiermit einen Filamentwechsel erzwingen, jederzeit manuell, wenn ihr meint, jetzt möchte ich mal eben Filamentwechsel machen. Und wie gesagt, weil ich diese Funktion selber bei meinem Anycubic auch nutzen kann, habe ich es einfach mal drin gelassen. Ihr könnt euch überlegen, ob ihr das halt braucht oder nicht und dann gegebenenfalls deaktivieren. Schauen wir uns jetzt nochmal kurz an, wo wir die Längen einstellen für den Unload- und Load-Befehl. Dann gehen wir auch wieder hier rein. Gehen wir hier in den Filament Change. Ne, das war dieses hier, Filament Change Plugin. Und hier können wir direkt sehen, die Unload-Länge und die Load-Länge, das könnt ihr hier dann eingeben. Und auch die Geschwindigkeit und noch verschiedene andere Parameter. Aber das ist wahrscheinlich das Einzige, was man gegebenenfalls von Drucker zu Drucker anpassen muss. Das nur mal so zur Information. Kommen wir nun zu dem eigentlichen Filamentwechsel-Plugin, was jetzt für den Anycubic ausschlaggebend ist oder halt für andere Drucker, die keinen Knopf haben, um das zu bestätigen. Dann können wir das erstmal hier vernachlässigen und dieses Plugin arbeitet im Hintergrund. Gehen wir nochmal kurz da drauf. Gehen wir hier auf Filament Change M600 und das Einzige, was ich hier einstellen kann, ist die Z-Höhe. Das heißt also, wenn er jetzt seinen Druck unterbricht mit diesem Filamentwechsel, wie hoch er fährt in der Pausenposition. Und das ist das Einzige, das kann man erstmal so lassen, wie es ist. Und wir jetzt den Druck starten und auf unseren Filamentwechsel warten, gucken wir uns mal an, was passiert. Wie wir sehen, fährt er jetzt auch in Parkposition und wartet auf unseren Filamentwechsel, den wir jetzt, ganz wichtig, von Hand durchführen müssen. Auf keinen Fall jetzt die beiden Buttons benutzen für Load und Unload für das Filament. Das funktioniert nicht, denn dann gibt es eine einzige Katastrophe, weil diese Plugins nicht miteinander harmonieren. Und wenn ich das Filament dann so weit, wie wir hier sehen, von Hand durchgeschoben habe, muss ich es immer noch ein bisschen weiter schieben, damit es wirklich von aus der Düse rauskommt und auch noch den Rest von meiner ursprünglichen Farbe loszuwerden. Normalerweise hätte ich jetzt da hinten auch noch diesen kleinen Pin von meinem Bauteil eben abschneiden müssen. Das habe ich jetzt in dieser Hektik leider vergessen. Aber dank unseres Plugins haben wir jetzt nämlich hier einen Knopf und können auf Weiter drücken, um unseren Druck fortzusetzen. Allerdings müssen wir uns hier ein bisschen beeilen, weil er fängt nämlich dann sofort an loszulegen und ist dabei immer noch so ein bisschen Filament am Extrudieren, was wir wegkriegen müssen. Ich zeige das mal kurz. Weil wir müssen jetzt aufpassen, wie wir sehen, er extrudiert immer noch so ein bisschen weiter. Das heißt,
Ich muss kurz vor Druck das immer noch mal ein bisschen wegmachen, weil er fängt jetzt gleich auch noch mal an, ein wenig zu fördern. Wie seht, er druckt es ein bisschen in die Luft. Und das ist alles nicht ausgereift. Das ist nichts Halbes und nicht Ganzes mit den Plugins. Aber ich denke mir immer noch besser, als wenn ihr wirklich mal einen M600-Befehl habt für einen Filamentwechsel und der Drucker bleibt stehen und es geht nicht weiter und euer Druck ist dann für die Tonne. Also wie gesagt, der Filamentwechsel jetzt unter Octoprint ist nicht so dolle, aber so ist es jetzt ungefähr eine Krücke, mit der man sich so ein bisschen über Wasser halten kann. Nur mal das so am Rande zur Info. Ich persönlich mache keinen Filamentwechsel über Octoprint. Kommen wir nun mal zu einem sehr interessanten Punkt unter Octoprint. Das ist eigentlich der Grund, warum ich mir das mal installiert habe, weil ich das einfach mal ausprobieren wollte. Und zwar sind das die sogenannten Timelapse-Aufnahmen, also Zeitrafferaufnahmen von meinem Druck. So kann ich in einer Videodatei dann schön sehen, wie sich mein Druck im Zeitraffer aufbaut. Man kann ja die sogenannten Zeitrafferaufnahmen schon mit diesem internen Menüpunkt machen, wie wir hier sehen. Den habe ich allerdings jetzt ausgeschaltet. Der große Nachteil dabei ist eigentlich, er macht einfach sporadisch einen Screenshot, während er zum Beispiel jetzt, wenn ich es so einstelle, einen Layer wechselt. Allerdings ist der Druckkopf dann sehr unruhig und es sieht ein bisschen komisch aus. Ich gucke einfach mal, ob ich dann ein Beispielvideo habe, damit wir uns das mal anschauen können. Hier habe ich mal einen Test gestartet mit einer uralten Logitech-Webcam. Wie wir sehen, Bildqualität schlecht und dieser sehr unruhige Druckkopf. Also das ist im Prinzip jetzt überhaupt nicht schön anzuschauen. Also wie gesagt, diese normale Funktion unter Octoprint für Zeitraffer kann man eigentlich vergessen. Und deshalb gibt es hier ein spezielles Plugin für, nämlich das sogenannte Octolapse. Also wenn ihr irgendwo mal auf YouTube richtig schöne, tolle Timelapse-Aufnahmen seht, also diese Zeitraffer-Aufnahmen, dann ist das meistens mit diesem Tool hier gemacht. Ich erkläre das jetzt mal ganz grob, weil dieses Tool ist eigentlich sehr mächtig. Also es gibt irre viele Möglichkeiten, da was einzustellen. Ich habe es erstmal so eine Grundkonfiguration hier und mit der könnt ihr einfach mal rumspielen. Ich habe hier zwei Möglichkeiten. Einmal kann ich jetzt mit der an dem Raspberry Pi angeschlossenen Pi-Kamera aufnehmen und damit eine Timelapse-Aufnahme machen. Oder ich kann per USB direkt an den Raspberry Pi jetzt eine Spiegelreflex- oder Systemkamera anschließen, die ich über USB steuern kann. Also ich habe das hier mit meiner Canon M10 ist das gemacht. Ich musste auch wirklich das Originalkabel benutzen, was bei der Kamera dabei war, um es an diesem Raspberry Pi anzuschließen. Irgendein USB-Kabel, auch wenn es passte, funktionierte nicht. Da habe ich auch lange rum experimentiert. Also ganz wichtig, Originalkabel eurer Kamera benutzen. Und dann könnt ihr umschalten, ob ihr jetzt eure Systemkamera benutzen wollt oder beide oder nur die Pi-Kamera. Ich lasse es jetzt erstmal nur bei der Pi-Kamera. Und dann gibt es hier verschiedene Möglichkeiten, das Ganze einzustellen. Damit müsst ihr einfach mal rumexperimentieren. Ich habe die Erfahrung gemacht, das ist ja auch jetzt bei dem einem Video, was ich jetzt noch mal ganz zum Schluss dann eben zeige. Ich habe es ganz gerne, wenn der Druckkopf im Prinzip in der Mitte bleibt, also gar nicht sich groß von dem Druckkopf, also von dem Druckobjekt wegbewegt. Denn das große Problem, was ich dann habe, ist, wenn ich jetzt wirklich ganz wegfahre aus dem Druckbereich raus in eine Warteposition, sind die Wege ziemlich lang, die Nozzle bleibt lange stehen, bis es das Bild gemacht hat und dann habe ich halt wieder so ein bisschen, naja, es läuft was aus der Düse raus. Jetzt kann ich natürlich wieder anfangen, speziell für diesen Timelapse-Aufnahmen jetzt ein Profil zu machen mit anderen Retract-Verhältnissen und so weiter, aber das war mir dann zu umständlich. Also ich persönlich komme am besten damit zurecht, wenn er wirklich mal eben zur Mitte des Druckobjekts fährt, eben Screenshot macht und dann weiter druckt. Ich spare mir dann auch einiges an Zeit. Weil ihr müsst bedenken, wenn ihr diese Timelapse-Aufnahmen macht, ihr braucht auch erheblich längere Druckzeiten. Weil das ist ja jedes Mal, wenn ihr so eine Sekunde bis zu 5 Sekunden braucht, um so ein Bild zu machen, je nachdem wie ihr das handelt, dann kann sich die Druckzeit schon bei zig Leeren ganz schön steigern. Also wie gesagt, einfach mal hiermit rumexperimentieren, um damit eure Timelapse-Aufnahmen zu machen. Ich würde das auch erstmal alles so lassen, um eure Erfahrung zu sammeln und wenn ihr dann die ersten vernünftigen Aufnahmen hinbekommen habt, könnt ihr damit rumexperimentieren, was wie was bringt. Aber fangen wir jetzt einfach mal an, so eine Zeitrafferaufnahme zu starten. Das heißt, ich muss mein Plugin hier erstmal aktivieren, weil ich habe standardmäßig natürlich ausgeschaltet, weil ich ja nicht immer eine Zeitrafferaufnahme machen möchte. Und ich nehme jetzt mit meiner Pi-Kamera auf,
Ich möchte wieder, wie ich schon gesagt habe, immer in der Mitte des Objekts, also vom Druckbereich, ein Bild machen und soll mir das dann als MPEG-4-Datei mit 60 FPS aufzeichnen und daraus also eine Videodatei machen. Jetzt gucken wir uns das mal an. Ich gehe mal kurz hier auf Steuerung, damit ich hier mein Bild sehe. Das dauert einen Moment. Und wie wir sehen, ist das jetzt relativ gut ausgeleuchtet. Ich habe nämlich eine Videoleuchte davor gestellt, damit das vom Licht her besser funktioniert. Und die Bauteilbeleuchtung, die ich ja normalerweise hier verbaut habe, da habe ich tatsächlich jetzt einen Schalter eingebaut, weil die muss ich nämlich abschalten für diese Timelapse-Aufnahmen. Weil es wird sonst zu grell an dieser Stelle. Die LED-Leiste ist einfach zu grell und das Objekt ist dann überstrahlt. Und deswegen habe ich jetzt eine Videoleuchte davor gestellt. Gibt es ja en masse. Ich blende hier mal kurz ein, welche ich momentan verwende, die ich halt auch für meine Videoaufnahmen der Kamera benutze. Und die stelle ich dann einfach davor auf so einem Stativ und dann kann ich damit wunderbar während der Zeitraffaufnahme das Ganze ausleuchten. Wir sehen das jetzt hier. Ich bin gerade am Aufheizen. Die Beleuchtung hat sich eingeschaltet und ich werde die Beleuchtung jetzt eben mal kurz ausschalten. Und schon sieht das Ganze besser aus von der Beleuchtung hier. Gehen wir nun also wieder zurück zu unserem Optolabs und starten ganz einfach mal einen Druck. Ich habe hier Plugin enabled. Ich lade jetzt einfach mal hier, gucken wir mal, Tess. Habe ich das schon? Ja, schon reingeladen hier, meine Low-Poly-Katze. Ich habe das nämlich schon mal vorgewärmt alles, damit das jetzt sofort startet. Und jetzt soll ich ganz einfach mal drucken. Der loslegt. Jetzt kommt das erstes Mal hier diese Info, dass ich halt dieses Plugin installiert und beziehungsweise jetzt aktiviert habe, dass er jetzt eine Aufnahme machen möchte jetzt in der Mitte von meinem Druckbett und ich muss das jetzt also akzeptieren und sagen weiter. Sagt hier akzeptieren und weiter und jetzt legt er auch schon los. Jetzt kann ich mal kurz reingucken bei der Steuerung. Ja, gucken wir mal kurz, ob die Temperatur, ja, Temperaturen sind erreicht. Es müsste also gleich so langsam mal loslegen mit seinem Drucken. Das ist allerdings jetzt relativ zeitverzögert, weil das ist jetzt ein Kompromiss, den ich eingehen musste zwischen Bildqualität und Framerate. Es gibt also zwei Möglichkeiten bei diesen Pi-Kameras, entweder eine super Bildqualität oder eine super Bildwiederholrate. Bei mir sieht man, dass es eine ziemliche Verzögerung drin ist. Dafür ist die Bildqualität Full HD mit Echtfarben ziemlich sauber. Wenn ich zum Beispiel jetzt auf Standard VGR runterschalte, ist es zwar nicht mehr so schön anzusehen, aber dann ist es fast verzögerungsfrei direkt in dem Fenster zu beobachten. Jetzt schauen wir mal, jetzt gehen wir mal wieder zurück zu unserem Octolabs. Dann warten wir mal, bis er den ersten Screenshot gemacht hat. Hier hat er gemacht. Wir sehen das hier an diesem Icon. Nun gut, wir müssen hier auch umschalten auf unsere Pi-Kamera, sonst sehen wir natürlich nichts. Und jetzt sehen wir auch schon das erste Bild, welches er gemacht hat. Und das sehen wir jetzt wieder Stück für Stück, während er die Bilder jetzt aufnimmt. Wir gucken jetzt mal kurz in dem Videostreamer mit der Videokamera, wie das jetzt halt direkt bei dem Drucken abläuft. Und Foto. Und wie wir sehen, fährt er immer wieder halt in die Mitte bei jedem Layer, macht kurz ein Foto und druckt dann einfach weiter. Und so haben wir hinterher den Effekt, als wenn er wirklich in der Mitte stehen bleiben würde. Hier wieder Foto und er druckt weiter. Und so macht er das jetzt bis zum Ende. Schauen wir jetzt nochmal wieder nach, wie es bei Octolabs aussieht. Und hier, wie wir sehen, macht er auch wieder Bild für Bild und macht sozusagen jetzt so eine kleine Zeitraffer-Vorschau schon mal, die wir jetzt hier in diesem kleinen Fenster sehen können. Ich würde sagen, wir warten jetzt erstmal ab, wieder, bis er jetzt so langsam zu dem Ende kommt und dann schauen wir uns nochmal, wie das dann alles vollendet wird. Und dann schauen wir uns das Ganze jetzt nochmal an. Er kommt so langsam zum Ende, wie wir sehen. 238 von 237. Er ist also fertig. Und jetzt kann ich immer auf Videos und Images klicken. Und jetzt gucken wir mal, Timelapse-Aufnahmen, er hat noch nichts. Normalerweise müsste er jetzt auch hier, zeigt das jetzt an, er ist jetzt ein Video am Rendern. Jetzt sehen wir jetzt schon,
Complete, 250 MB, Aufnahmedatum und so weiter und so fort. Und das dauert jetzt halt eine Weile, bis er das jetzt gerendert hat. Und das ist auch jetzt der Fall, warum ich mir jetzt so einen Kühlkörper auf meinem Raspberry Pi geklebt habe. Weil das ist das Einzige, was jetzt so richtig Power braucht. Also da wurde er doch schon richtig warm, während er das immer hier gerendert hat. Und deswegen habe ich mir da auch so einen kleinen Kühlkörper draufgeklebt, damit er mir jetzt nicht jetzt zu warm wird dafür. Und ich würde sagen, wir warten jetzt einfach mal und dann schauen wir uns da mal an, wenn er gleich fertig ist. Wie weit ist er jetzt schon? Ja, 15% hat er schon. Ja, ich würde sagen, warten wir doch mal und dann schauen wir uns das gleich mal an. Jetzt hat er das Ganze fertig gerechnet. Wir sehen das hier, dieser Button ist jetzt verschwunden. Jetzt können wir hier drauf gehen auf Videos and Images und sehen hier diese Datei. Allerdings gibt es hier auch ein kleines Problemchen. Normalerweise könnte ich jetzt das hiermit jetzt downloaden, aber das funktioniert hier auch wieder nicht so richtig. Also machen wir das jetzt zu. Jetzt gehen wir zu unserem normalen Zeitraffer-Plugin. Und hier sehen wir das auch nochmal jetzt, diese Datei. Wenn ich jetzt hier auf Download gehe, dann zeigt er mir auch direkt an, dass ich es speichern soll. Sage ich, gucken wir mal hier, speichern unter. Sage ich jetzt ganz einfach mal, ja, ich lasse es mal einfach auf dem Desktop speichern und sage speichern. So, Download ist abgeschlossen. Jetzt gehe ich einfach mal auf Öffnen. Und siehe da, schon habt ihr eine schöne Timelapse-Aufnahme. Hier ist es jetzt nicht ganz optimal geworden. Wie ihr gesehen habt, ist ja so ein kleiner Ruckler noch drin. Bin ich wahrscheinlich ja wieder einmal gegen den Tisch gestoßen, als ich da rumhantiert habe. Auch ist der Hintergrund so ein bisschen am Flackern. Das ist wahrscheinlich der Schatten, als ich mal dahergegangen bin, während ich die ganzen Videoaufnahmen gemacht habe. Aber ihr wisst auf jeden Fall, wie das funktioniert und bei euch wird das wahrscheinlich besser aussehen. Die einzig interessante Funktion ist noch diese hier. Das ist der Testmode. Das heißt, wenn ihr jetzt damit erstmal rumexperimentieren wollt, um die verschiedensten Funktionen hier auszutesten, gibt es hier diesen Testmode. Wenn ihr diesen einschaltet, dann fährt er die gesamten Bewegungsabläufe ab und macht auch einen Screenshot, ohne Filament zu extrudieren. Das ist also der Vorteil, ihr müsst nicht jetzt zig Sachen drucken und Filament verschwenden, um das Ganze mal auszutesten. Also ganz wichtig, wenn ihr nun mal erstmal rumprobieren wollt, wie gut das Ganze funktioniert, ob ihr den Punkt, wo er aufnehmen soll, richtig gesetzt habt oder nicht, einfach den Testmode ausprobieren. Hier könnt ihr ja auch nochmal draufklicken, dann findet ihr auch noch hier eine Informationen darüber, wie das Ganze funktioniert. Ansonsten, wie immer, wenn ihr mehr wissen wollt über dieses Plugin, müssen wir hier mal drauf gehen. Gucken wir, gehen wir hier auf Octolabs. Und hier findet ihr auch noch wieder ohne Ende Informationen. Ihr könnt auch nochmal hier drüber gehen. Und dann könnt ihr auch nochmal hier auf die Webseite gehen, ihr könnt noch verschiedenste Informationen abrufen über die Plugins, um dann noch mehr zu erfahren. Wie gesagt, es ist sehr komplex, dieses Programm. Ich habe das jetzt nun mal erstmal so weit vorbereitet, damit ihr damit schon mal rumspielen könnt. Wesentlich bessere Ergebnisse bekommt ihr natürlich, wenn ihr eine vernünftige Kamera anschließt. Ich habe zum Beispiel hier meine EOS M10 direkt an den Pi angeschlossen. Wie gesagt, ganz wichtig mit dem Originalkabel. Und dann sieht das natürlich wesentlich besser aus. Octolabs speichert dann die Bilder auf der SD-Karte von der Kamera. Die müsst ihr natürlich dann hinterher mit einem Videoschnittprogramm zu einer Videodatei zusammenfügen. Wie so ein Video dann aussehen kann, das zeige ich euch dann doch mal am Schluss dieses Videos. Aber kommen wir jetzt endlich dazu, wie wir das Ganze jetzt in Betrieb nehmen. Das heißt, ich habe also jetzt im Prinzip von meiner gesamten Konfiguration, von meiner 16 GB MicroSD-Karte, eine Image-Datei erstellt. Ihr müsst jetzt nichts anderes machen, als euch auch eine 16 GB Karte oder größer besorgen und die Image-Datei da drauf schreiben. Und schon ist das Octoprint vollkommen mit allen Plugins eingerichtet. Fangen wir also an mit dem Programm, welches wir brauchen, um unsere Image-Datei auf unsere SD-Karte zu schreiben. Und zwar habe ich hier einfach dieses Gratis-Programm genommen, Win32 Disk Imager. Wir laden also das Programm jetzt einfach runter, wir scrollen hier nach unten und gehen hier auf Download. Speichern wir das Ganze. Da müssen wir jetzt nur noch den Ordner öffnen, die Datei entpacken. Hier haben wir jetzt den entpackten Ordner. Jetzt gehe ich einfach hier auf Install. Ja, es wird natürlich wieder Warnmeldung. Ja, soll er installieren. Jetzt müssen wir natürlich wieder alles akzeptieren, wie immer und überall. Next, next. Ja, Desktop-Shortcut brauchen wir jetzt nicht. Install. So, und jetzt gucken wir gleich mal, lassen wir das Programm direkt mal starten. Und jetzt schauen wir uns das mal genauer an.
Ich habe jetzt hier meine SD-Karte eingelegt. Hier sehen wir es, Wechseldatenträger. Und ganz wichtig, wir merken uns jetzt, bei mir ist jetzt zum Beispiel der Buchstabe F. Jetzt kann ich das zumachen. Sehen wir schon, ah, er hat das schon richtig erkannt. Laufwerk F. Und jetzt suche ich mir meine Image-Datei rein. Wie gesagt, diese Image-Datei habe ich unter diesem Video verlinkt. Die ist in meinem Google Drive und die ist auch nochmal mit 7-Zip gepackt, weil das doch eine sehr große Datei war und dies wollte jetzt nicht auf meinem Google Drive standardmäßig Platz haben, weil ich ja nur diese normale Version habe, bis 15 GB, glaube ich. Also diese Datei entpacken und dann habt ihr eine sogenannte Image-Datei. Gehen wir da jetzt mal drauf. Hier sehe ich es schon, Octoprint IMG-Datei, also eine Datenträger-Image-Datei. Und die wähle ich jetzt aus. Und jetzt muss ich nichts anderes machen als schreiben. Hier kommt natürlich jetzt wieder so eine Warnmeldung. Die müssen wir jetzt allerdings akzeptieren. Also klicke ich jetzt einfach auf Yes, um das zu bestätigen. Und jetzt fängt er halt an, diese Datei zu schreiben. Das dauert natürlich so seine Zeit, weil er das ja wirklich jetzt sektorweise, die 16 GB darüber schreibt. Ich würde sagen, wir warten jetzt mal, machen Schnitt, bis er soweit fertig ist. Ja, er ist jetzt fertig geworden. Er hat mir auch direkt hier die ganzen Laufwerksbuchstaben offen gemacht. Er sagt jetzt natürlich auch eine Fehlermeldung. Klar, ist eine Linux-Partition, da kommt er nicht mit zurecht. Also typisch Windows. Nein, ich will es auf keinen Fall formatieren. Das ist alles schon in Ordnung, so wie es gemacht worden ist. Also hier sagt er ja auch, Schreiben war erfolgreich. Ich sage jetzt okay und jetzt kann ich das Programm auch schließen. Wir werden die Karte jetzt einfach mal entfernen aus unserem Rechner, dann in Raspberry Pi stecken und dann schauen wir uns mal an, was passiert auf unserem Bildschirm. Wenn ihr das bei euch zum Beispiel jetzt beim ersten Mal startet, wie gesagt, müsst ihr gucken, natürlich die Adresse von eurem Pi eingeben. Wie ihr das machen müsst, könnt ihr im Internet googeln, da will ich jetzt nicht zu nah drauf eingehen. Auf jeden Fall, wenn ihr euch das erstmal einloggt, müsst ihr natürlich dann eingeben, ich habe das einfach mal so hinterlegt, 3D-Drucker und das Passwort ist drucken, alles klein geschrieben, 1, 2, 3. Dann machen wir einfach Login merken und sagen dann einloggen. Und schon lädt er jetzt die Benutzeroberfläche und wir sind schon da, haben jetzt alles soweit installiert. Oh Gott, hier habe ich jetzt mal noch zwei Sachen vergessen. Ja gut, ihr könnt da ja hier löschen oder sowas, die ich jetzt hier noch drin habe. Ansonsten sind die Plugins alle installiert. Hier sehen wir das jetzt hier mit dem Laden und Entladen, mit dem M600, falls ihr ein Display mit Knopf habt. Dann gehen wir mal hier auf diese Plugins hier. Pretty G-Code haben wir jetzt hier. Da können wir uns das angucken, falls wir jetzt hier irgendwas mal reingeladen haben in unseren Druck. Und natürlich dann auch Octolabs. Das müsst ihr natürlich auch erstmal einschalten. Wie gesagt, wenn ihr rumprobieren wollt, hier der Testmode. Das wäre es also. Ganz einfach. Ihr braucht euch jetzt nicht darum kümmern, irgendwelche Linux-Befehle einzugeben, euch um die Plugins zu kümmern. Einfach in den Raspberry Pi stecken. Natürlich bestens ist dasselbe Modell. Bei dem Raspberry Pi 4 funktioniert das, glaube ich, nicht mehr. Der hat sich zu viel geändert. Aber mit dem 3er müsste das hier alles noch funktionieren. Also so ist das jetzt eigentlich alles fertig und ihr könnt direkt loslegen. So, das war's dann erstmal. Das Video ist trotz allem doch ziemlich lang geworden, obwohl ich das versucht habe, so kompakt wie möglich zu halten. Aber nun gut, ihr habt ja Sprungmarken, wie gesagt, unter diesem Video, da könnt ihr immer die Bereiche anspringen, die euch gerade mal interessieren. Ich hoffe, das funktioniert jetzt wirklich so, wie ich mir das vorgestellt habe, auch bei euch zu Hause, dass ihr also wirklich nur die Image-Datei nehmt, die auf eine SD-Karte schreibt, die in einen Raspberry Pi reinsteckt, das Ganze an eurem Drucker anschließt und ihr könnt sofort loslegen mit allen Plugins und soweit ich das hier gezeigt habe. Und ich möchte auch nochmal ganz deutlich sagen, ich bin kein Experte für Octoprint. Ich habe das jetzt mehrere Monate schon im Einsatz und habe auch immer wieder rum experimentiert, um die verschiedenen Plugins hin und her zum Laufen zu bekommen. Weil wie gesagt, viele harmonieren auch nicht miteinander. Zum Beispiel Pretty G-Code funktioniert nicht, wenn ich dieses Octolabs, also diese Timelapse-Aufnahmen aktiviert habe. Das ist der große Nachteil bei Octoprint, dass verschiedene Plugins sich untereinander wirklich stören können. Aber ich würde sagen, probiert es doch einfach mal aus. Mit dieser Methode, mit der Image-Datei, dürfte es eigentlich jetzt nicht allzu schwierig sein. Und wenn irgendeiner von euch da draußen vielleicht doch nur ein interessantes Plugin kennt, also immer her mit den Informationen. Gerade mit dem Filamentwechsel bin ich absolut gar nicht zufrieden mit Octoprint. Vielleicht gibt es da doch eine bessere, cleverere Lösung als das, was ich jetzt hier gefunden habe. Also wie gesagt, für Informationen immer her damit.
Auf jeden Fall wünsche ich euch viel Spaß jetzt mit dem ganzen Octoprint, mit diesen Plugins, um das mal auszuprobieren. Und sage dann einfach mal, macht's gut, bis zu meinem nächsten Video. Und jetzt zum Schluss kommt dann doch mal eben meine Timelapse-Aufnahme, die ich mit meiner Canon-Kamera gemacht habe.